Hubert und Staller, Eigentor. Die Sonne scheint auf ein Fußballfeld am Rand eines Dorfes. An einem Pfosten des Tors ist ein etwa 10-jähriger Bub an den Händen festgebunden. Hubert und Staller nähern sich. Hast du so schlecht gespielt, dass die da festgebunden haben? Macht's mich los, dann zeige ich's euch. Hast du dir Sporttaschen geklaut, oder? Das war Verwechslung. Ich hätte gedacht, das wäre meine. Mhm. Und wo ist deine? Keine Ahnung. Gestohlen? Oh, ganz schlecht, wirklich. Sag mal, wie geht denn das auf? Hansi, das ist ein Prallsteg. Hubert zieht das Seil von den Händen des Buben. Das Tor ist ja winzig. Ja, weil die Spieler auch ein bisschen kleiner sind. Ne? Ja, aber der Ball ist ja normal groß. Ja. Aber Hubsi, dann stimmt doch die ganze Proportion nicht mehr. Hansi, jetzt komm. Staller stößt fast an die Querlatte. Ein braunhaariger Mann in Trainingsanzug hüpft durch einen Laubengang und greift ins Nichts. Meine Mama macht sich Sorgen, wenn ich nicht pünktlich daheim bin. Ja, keine Angst, die rufen wir an. Die hat dann einen Arsch voll. Schmetterlinge, so wunderschön, so bunt. Hey, bleiben Sie mal stehen. Wo wollt ihr denn hin? Er läuft auf die Straße. Schnell hält Hubert dem Bub die Augen zu. Der braunhaarige liegt in einem Leichensack. Mir geht's gut, echt. Ein blonder Bub. Das ist super, aber trotzdem müssen jetzt alle ins Krankenhaus, ne? Euer Trainer, war der heute den ganzen Tag vielleicht schon irgendwie komisch? Der Bub schüttelt den Kopf. Der Schrober war bloß unser Ersatztrainer. Unser echter Trainer hat sich verletzt am Knie. Und wie lange seid ihr schon da? Seit Mittag, gleich nach der Schule. Und habt ihr heute am Vormittag vielleicht irgendwas Komisches drungen? Ja, oder geraucht? Wir haben Mittagessen da drüben. Gut, steige mal ein. In einen Rettungswagen. Wo ist überhaupt der Maxi? Ah, der rennt da hinten. Maxi, der 10-Jährige, spurtet vom Fußballplatz. Kommt schon schnell. Ja, typischer Außenstürmer. Staller betrachtet einen Pizzaofen mit Pinocchio-Nase. Schrecklich. Die armen Kinder. Eine Blonde. Sie waren nach dem Training oft bei uns. Sagen Sie mal, war da nicht gerade noch der Schützenverein? Sie, Esatto. Als wir hergezogen sind, haben wir alles umgebaut. Ja, D'Angelo, die Fußballer haben die heute schon was gesoffen. Also, Alkohol. Glauben Sie, wir schenken Alkohol an Kinder aus? Ich bin selbst Vater. Es hat niemand Alkohol getrunken. Ja, aber ins Tiramisu, da kommt doch Schnaps nicht. Moment. Denken Sie etwa, das, was passiert ist, hat etwas mit uns zu tun? Nein, wir schauen bloß nach Gemeinsamkeiten. Und dass alle da herin waren, das ist schon mal eine Gemeinsamkeit. Meine Frau ist eine ausgezeichnete Köchin. Also, Sie müssen leider zusperren, bis wir wissen, was da passiert ist. Aber das können Sie nicht machen. Wir leben von diesem Lokal. Ja, viel wichtiger ist, dass niemand stirbt von diesem Lokal. Im Vorraum des Reviers lehnt Lena am Aktenschrank. Das ist echt krass. Gott sei Dank ist den Jungs nichts passiert. Ich war da ja gestern noch essen. Wie? Allein? Nee. Staller steht am Anmeldefenster. Ja, mit einem Freund. Was für ein Freund? Das ist doch vollkommen wurscht, Hans. Hupsi, wir sind Kollegen, da dürfen wir doch fragen. Ja, das hast du ja jetzt gemacht. Überraschung. Gerwitz. Ja, wie Sie wissen, gehöre ich nicht zu den Menschen, die warten, bis sich die Dinge von selbst erledigen. Deswegen habe ich mit den Kollegen in München Kontakt aufgenommen, bisschen Druck aufgebaut. Und wir haben eine neue Gerichtsmedizinerin. Ja? Staller sieht zu Hubert, der schaut ernst. Gerwitz Lächeln verschwindet. Ja, bisschen mehr Freude, wenn ich bitten darf. So auf Befehl ist das schwer. Also, ich find's gut. Ja, super, dass wir wieder normal arbeiten dürfen. Ja, das ist cool. Echt toll. Gut, schon gut. Ja. Der Chef geht. Was denn für Freund? Augenrollend verlässt Hubert den Vorraum. Die Ermittler betreten das Klinikum Wolfratshausen. Sie kommen in die Rechtsmedizin. An der Wand drei Leuchtkästen mit Röntgenbildern eines Schädels, von zwei Händen und einem Brustkorb. Auf dem Seziertisch liegt das Unfallopfer. Kann er da? Ja, haben wir wieder Opfer. Ach, da sind Sie ja schon. Caroline Fuchs. Ach, Sie sind das. Hallo. Frau Dr. Fuchs. Ja? Was machen Sie da? Na ja, Gerichtsmedizin, Gerichtsmedizinerin. Ah, das ist die Neue. Ja, das haben wir verstanden, Hans. Fuchs lächelt. Ihr Burnout ist weg, oder? Ach so, ja, mir geht's gut. Und Ihnen? Geht's auch gut, ja. Ja, naja, hier auf dem Land ist es ja auch nicht so stressig. In der Stadt, nein, gar nicht stressig. Ja, wobei da heute am Sportplatz schon Drogen im Spiel waren, Alkohol. Haben Sie schon was rausgefunden? Ich hab mal mit dem Blutwerten und dem Urin begonnen, kann beides ausschließen. Ich kann ja nur für ihn hier sprechen, die Kinder liegen ja Gott sei Dank nicht hier.
Aber der muss doch irgendwas genommen haben. Ja, der ist an uns vorbei wie so ein Irrer. Vom Farben hat er geredet. Eine Vergiftung vielleicht. Pilze zum Beispiel, die können ja neben Schwindel und Übelkeit auch rauschähnliche Zustände hervorrufen. Pizza Fungi. Die liebe ich. Staller lächelt. Ich habe einen Vorschlag. Wir drei, wir werfen jetzt mal einen Blick in seinen Magen. Das macht's vielleicht besser zu zweit. Fuchs hält ein Skalpell. Schnell geht Hubert hinaus. In der Beziehung ist er sehr sensibel. Sympathisch. Sie beugt sich zum Bauch des Toten. Oder Sie schicken uns am besten einfach den Bericht, dann können wir's nachlesen. Fuchs nickt. Pizza Fungi. Meine Lieblingspizza. Fluchtartig verlässt auch Staller den Raum. In einem Patientenzimmer sitzt ein Mann mit Schirmmütze im Rollstuhl bei drei Buben. Lasst euch keine Sorgen machen, das kriegen wir schon. Sie essen? Hallo. Gummibärchen. Servus. Hubert und Staller kommen. Ja, wie geht's? Wir haben gerade gehört, die meisten von euch sind schon wieder daheim. Ja, die haben keine Symptome gehabt. Aber die drei, die wollen es nicht abhalten. Wahrnehmungsstörungen, Schwindel, Übelkeit. Der Doktor sagt, das wird schon wieder. Ich werde das wieder. Ihr schaut schon wieder topfit aus. Und Sie sind der Betreuer, oder? Bosskopf, Klaus. Bin der Trainer von den Buben. Ich gehört hab, was los ist. Da bin ich natürlich sofort her. Der Herr Schrober hat dann Sie vertreten? Ja, genau, wegen meiner Knie-OP. Ist komplizierter wie erwartet. Ich muss mehrere Wochen im Rollstuhl sitzen. Aber wir können nicht ein monatelanges Training ausfallen lassen. Aber mit dem Herrn Schrober haben Sie sich schon gut verstanden, oder? Ja, freilich. Der Michi, der war schon ewig Mitglied im Verein. Da hat alles passt, vom Sportlichen und vom Menschlichen her. Sonst hätte ich mir meine Buben nie anvertraut. Er blickt zu den Beamten hoch. Wissen Sie schon, was das war? Wer von euch hat denn heute eine Pizza Fungi gegessen? Niemand. Und der Herr Schrober? Auch nicht. Und was habt ihr gegessen? Gummibärli, oder? Sie schütteln die Köpfe. Staller sitzt vor Gerwitz Schreibtisch, hinter ihm Hubert. Ja, so einen Auslöser finden, das kann ja nicht so schwierig sein, nicht? Spaghetti Bolognese, Lasagne, Schnitzel mit Pommes, Pizza Vegetaria. Was haben die gemeinsam? Gerwitz öffnet und schließt den Mund. Keine Ahnung. Gift. Das haben die vier Vergiftungsopfer gegessen. Na. Was sagt denn Frau Dr. Fuchs dazu, nicht? Da haben Sie sich Augen gemacht, ne? Ich hab gedacht, wenn wir schon auf Frau Dr. Licht verzichten müssen, dann besorge ich uns kompetenten Ersatz. Hm? Naja, kompetent. Was? Nix. Ja, was sagt sie jetzt dazu? Dass das eventuell eine Pilzvergiftung ist. Also bei drei Gerichten waren überhaupt keine Pilze dabei. Vielleicht ist es gar nicht das Essen. Ich kenne doch Angelo, das Essen ist hervorragend. Ja, da sind sie aber befangen. Wieso befangen? Ich war ein paar Mal da, das ist alles. Außerdem habe ich jetzt schon für Samstag reserviert, nicht? In München gegen Udinese. Was ist Udinese? Keine Pizza, Hans. Einfach der andere Verein. Seit wann interessieren Sie sich für Fußball? Ja, Sie glauben es vielleicht nicht, aber in der Jugend liegt der Schlüssel für die Zukunft. Hier. Was ist denn, wenn das Gift noch weiter im Umlauf ist? Ja, das wäre zum Beispiel ganz blöd. Hier. Der Polizeirat gibt Ihnen Broschüren. Das da ist die offizielle Broschüre der Bayerischen Polizei. Wenn Sie sowas mal lesen würden, dann wüssten Sie, dass Vorbeugung besser ist als die Bekämpfung von Kriminalität, nicht? Die Jugend braucht Ziele. Da ist Sport der richtige Ansatz. Deswegen bin ich als Polizeirat jetzt Schirmherr der F-Jugend. Herzlichen Glückwunsch. Nee, Moment! Ich erwarte auch von meinen Mitarbeitern Engagement, nicht? Projekt Patenonkel. Ja, deutschlandweiter Modellversuch der Polizei, bei dem ein Polizist dem Jugendlichen bei Problemen mit Rat und Tat zur Seite steht? Ja. Ist im Norden erfolgreich getestet worden. Ja? Und jetzt sind wir dran. Ja, man muss ja nicht jeden Schmarrn übernehmen, oder? Ich brauche einen Paten für die Jugend! Im Fuhrraum steht Lena am Faxgerät und schaut über die Schulter zu Riedel. Der senkt den Blick auf eine Broschüre. Projekt Patenonkel. Warum eigentlich immer ich? Na, hatten die anderen wohl eine bessere Ausrede. Ich würde es ja mega gerne machen, aber der Gewitz will, dass ich hier die ganze Zeit sitze. Das kann ganz schön langweilig sein. Also gegen Langeweile habe ich überhaupt nichts. Glückwunsch. Du hast einen Neffen. Sie reicht ihm das Fax. Ganz toll. Du siehst doch nett aus. Ey, der ist ja vorbestraft. Lena hebt die Schultern. In der Rechtsmedizin. Ich hab gedacht, ich rufe Sie gleich an. Wir wissen jetzt, was der Auslöser für die Vergiftung war. Muscimol. Ah. Hm? Muscimol ist ein psychotropes Alkaloid. Was ist das jetzt wieder? Das ist eine organische Verbindung des Sekundärstoffwechsels, das die menschliche Psyche beeinflusst. Also im weitesten Sinne könnte man sagen Rauschgift. Da hat jemand aufgepasst in Chemie. Das hat er auswendig gelernt. Ich hab ein bisschen Eindruck geschunden. Na, Hans, das weiß man. Ja, also das Interessante ist ja, dass das Muscimol erst durch eine chemische Reaktion aus Ibotensäure entsteht. Und diese finden wir vor allem in giftigen Pilzen.
Zum Beispiel den Fliegenpilz. Warum die da Fliegenpilze serviert? Es muss nicht zwingend ein Fliegenpilz gewesen sein. Fuchs nimmt ein Buch. Der Pantherpilz zum Beispiel. Hochgiftig und leicht zu verwechseln mit dem essbaren Perlpilz. Aber bei der Perlpilz, der hat eine gehiefte Manschette und die Knolle ist eher mehr wulstig. Auch noch ein Pilzkenner. Naja, bei meinem Gehalt muss ich mir das Essen öfters im Wald suchen. Ja, da haben die halt dann die Pilze verwechselt. Nein, das glaube ich nicht. Wir sprechen ja hier, wie gesagt, über Muscimol. Und das entsteht erst durch einen chemischen Prozess. Beim Erhitzen zum Beispiel. Ja, wenn die halt einen Perlpilz angebraten haben. Ja, den Perlpilz, den kann man ja essen. Der giftige ist ja der Pantherpilz sonst. Einfach in Öl anbraten funktioniert auch nicht. Man muss die Pilze ja erst erhitzen und dann trocknen. Im Ofen zum Beispiel. Ja gut, wenn das alles so kompliziert ist, dann war das halt kein Versehen. Der orangefarbene Trichterling, der wurde jahrelang als Marktpilz gehandelt. Ja, da war das Mord. Das wollte ich ja sagen. Fuchs nickt. In einer Restaurantküche schnuppert Stalle an einer sauberen Pfanne, dann an einem Plastikgefäß. D'Angelo beobachtet ihn. Im Gastraum sitzt Hubert mit Frau D'Angelo am Tresen. Safran Riesenschirmling? Nicht giftig. Paniert eine Delikatesse. Mhm. Hubert blättert in Fuchs Pilzbuch. Perlpilz? Auch nicht giftig. Pantherpilz? Bauchweh. Grünblättriger Schwefelkopf. Ui. Der Polizist klappt das Buch zu. Bestanden. In der Küche wühlt Staller im Salat. Müssen Sie alles anfassen? Sie sehen doch, die Sachen sind frisch. Ja, äußerlich schaut's gut aus. Aber wenn ich das unter das Mikroskop leg. Er klopft gegen eine Wassermelone und nimmt ein Messer. Aha. Nix, aha. Die ist übrigens auch frisch. Also, Ihre Frau ist absolut top. Pilztechnisch. Ja, ich hab auch nichts gefunden. Aber das sage ich die ganze Zeit. Die Frage ist, wie das Muscimol ins Essen reinkommt. Ja, wer sagt denn, dass das hier passiert ist? Ja. Die Gerichtsmedizin, also die sagen, dass die Wirkung nach einer halben Stunde einsetzt. Und genau da waren die Leute halt bei Ihnen beim Essen. So, da wird das ganze Zeit jetzt alles nochmal genau so gekocht. Haben wir uns verstanden? Jetzt? Ja, jetzt nochmal kochen. Im Gastraum sitzt Staller an einem Tisch voller Speisen. So, das sind die Getränke. Dann haben wir hier einmal Spaghetti Bolognese mit Beilagensalat, Pizza Vegetaria, Tomatensalat, die Lasagne und eine Schnitzel mit Pommes. Tja, guten Appetit, Hans. Halt, halt, halt. Was ist? Einer muss ja aufpassen. Auf was? Ja, wenn ich da jetzt Schmetterlinge sehe oder auf die Straße rausrenne, muss mir einer aufhalten. Das überlege ich mir noch. Hubert geht zu einem Regal neben dem Eingang. Was ist mit dem Nachtisch? Wollen Sie den nicht etwas später? Ja, können es alles gleich dazu stehen. Amo, wann gilt Dessert? Die etwa 30-jährige, schlanke Frau D'Angelo bringt die Desserts. Beim Regal hält Hubert einen Pokal. So. Meine Neffe spielt in dieser Mannschaft. Ah, das ist doch am Wochenende jetzt ein Spiel gegen die, oder? Sie. Ich habe geholfen, das Spiel zu organisieren. Zweimal Tartuffo und ein Espresso. Was, zwei Tartuffo? Wie es gestern bestellt worden ist. Sie können gerne den Bon sehen. Super. Und für welche Mannschaft sind's da? Ich fühle mich sehr wohl hier. Ne? Der See, die Menschen. Meraviglioso. Aber Udine ist meine Heimatstadt. Also ich sage, ich habe vor vielen Jahren Fußball gespielt. Das schmeckt wirklich hervorragend. Ein bisschen mehr gewürzt könnte es vielleicht sein, aber sonst. Er küsst seine Fingerspitzen. Vielleicht sollten Sie zwischen die Spaghetti und dem Schnitzel keine Tartuffo essen, ne? Ja, ein vernünftiger Vorschlag. Du musst auch nicht alles aufessen, Hans. Upsi, die Dosis macht das Gift. Er leert ein Glas Saft. Im Vorraum sieht Riedel auf Lenas Uhr. 20 Minuten drüber. Der kommt nimmer. Seine Mama hat mir versprochen, dass er noch kommt. Obwohl. Er wäre wohl kein Problemkind, wenn er machen würde, was man ihm sagt. Mhm. Oh. Maxi kommt. Hi. Hi. Servus. Wollte deine Mama nicht mitkommen? Die arbeitet. Ah, okay, verstehe. Ich bin Lena. Sie sind ja heiß. Du bist ja frech. Und ich bin dein Onkel Martin, also dein Partneronkel. Zu Lena. Haben Sie einen Freund? Wie wär's, wenn du dich erstmal mit deinem Onkel unterhältst? Der ist nicht mein Onkel. Meine Mama hat keine Geschwister. Und mein Papa auch nicht. Ja, also das ist ja nur bildlich gemeint. Das heißt, dass du mit mir über alles reden kannst. Kann ich nicht mit dir reden? Vielleicht sucht ihr euch erstmal ein ruhiges Plätzchen. Und? Im Restaurant. Siehst du den rosa Elefanten? Nein. Bunte Lichter? Nein, auch nicht. Auch kein Schmetterling.
Gut, dann machen wir noch einen Test. Farbe von der Serviette. Blau. Farbe vom Tisch. Dunkelbraun. Farbe vom BH. Lachsfarben. Frau D'Angelo zieht ihren Ausschnitt zusammen. Schlecht ist der auch nicht? Entschuldigung, falsche Frage vielleicht. Sie räumt den Tisch ab. Ist doch nicht. Irgendwas müssen die Opfer noch gemeinsam gehabt haben. Den Tisch. Wieso den Tisch? Die waren zu siebt. Ein Erwachsener, 6 Kinder. Sie haben an Tisch 4 und 5 gesessen. Aber alles, was ihr Kollege bestellt hat, wurde an Tisch 4 bestellt. Ich weiß das, weil wir die Bestellungen nach Tischnummern aufnehmen. Ja, dieser Tisch, der kann doch nicht giftig sein. Gibt's eigentlich nur noch eine Möglichkeit. Was? Staller trägt eine Schale mit Essig, Öl, Salz und Pfeffer ins Revier. Servus, Lina. Ich hab da noch einen Bewirtungsbeleg, wenn du den vielleicht später im Kürbis reingibst. Mhm. Und wie viele Teilnehmer soll ich draufschreiben? Eigentlich nur einen Hansi. Staller nimmt das Fax. Den kennen wir doch. Echt? Der Riedel ist jetzt der neue Patenonkel. Die sitzt bei euch im Büro. Bei uns im Büro? Ja. Hubert und Staller eilen los. Ist das jetzt doof oder wie? Ich dachte, es wäre okay, solange ihr nicht da seid. Geht das auch ein bisschen leiser? Ne? Entschuldigung, der Riedel sitzt mit seinem Patenkind beim Hubert und Staller im Büro. Ich hab die da hingeschickt. Lena geht. Entschuldigung. Gierwitz entdeckt die Schale. Oh, das ist ja nett. Er trägt die Sachen. Na, guck mal, kommt hier ein bisschen Kultur rein. Bin meine Deppen nie drauf gekommen. In sein Büro. Im Dienstzimmer. Was macht Zipper? Fußball spielen. Einfach abhauen, wo andere Leute in der Notlage sind, das tut man nicht. Ihnen war doch egal, was ich mache. Ja, entschuldige, deine Fußballerkollegen, die sind umgefallen wie die Flieren. Drill, was sagt der überhaupt an meinem Platz? Das sind alles streng vertrauliche Unterlagen. Ein Zettel. Butter, Wurst, Spülmittel. Zu Riedel. So, du schnappst dir jetzt einmal sofort deinen Neffen. Ja, und suchst ein anderes Büro. Nebenan isst Gierwitz Salat. Hubert hält den Ball. Du lässt echt alles gefallen. Unsere Reaktion. Ah! Sofort alle zu mir, verdammt! Die drei Polizisten und der Bub kommen in Gierwitz Büro. Guten Appetit. Der Chef hebt seine Gabel. Das Projekt Patenonkel beruht auf gegenseitigem Respekt. Da ist ein höflicher Umgangston eine Mindestvoraussetzung. Riedel nickt. Haben wir uns verstanden? Ja. Haben wir uns verstanden? Ja. Wieder nickt Riedel. Und Riedel, hören Sie auf zu nicken. Der nickt wieder. Sie sind jetzt Patenonkel. Hm? Da erwarte ich, dass Sie Ihrem Patenkind zur Seite stehen und die Kollegen notfalls in die Schranken weisen. Das kann er nicht. Er muss es können. Und wenn er es nicht kann, dann muss er es lernen. Und ab. Die vier drehen sich um. Nee, nicht Sie beide. Hubert und Staller. Was ist mit dem Italiener? Wir haben Tisch 4 im Verdacht. Speziell die Gewürze. Pfeffer, Salz, Essig, Öl geht gleich alles zu Frau Dr. Fuchs. Die beiden gehen. Die Gewürze? Gierwitz schaut auf seinen Salat. Merci, Lina. Bis später. Macht's gut. Staller nimmt die Schale. Moment, ich komm mit. Ist von großem öffentlichen Interesse, wenn der Fall schnellstens aufgeklärt wird. Nicht? Am Samstag ist das Spiel, da wollen die Leute sicher hinterher entspannt essen und trinken. Nicht? Um welches geht es eigentlich? Ich hoffe, nichts Schlimmes, oder? Er folgt den Kollegen hinaus. Die Wände der Rechtsmedizin wabern. Hubert und Staller stehen hinter Fuchs, die durch ein Mikroskop späht. Fahrig blickt Gierwitz umher. Da merkt man gleich, dass sich jemand neu eingerichtet hat. Was? Sein Gesicht glänzt etwas. Gratuliere. Es ist das Salz. Das Salz? Ja, also nicht direkt. Jemand hat getrocknetes und gemahlenes Muszimolensalz gemischt. Das Pulver ist mit bloßem Auge vom Salz nicht zu unterscheiden. Zumindest nicht, wenn es aus dem Streuer kommt. Um Fuchs herum ist der Raum unscharf. Und wie lange hält die Wirkung an? Interessanter wäre vielleicht, wer es reingetan hat. Hubert. Richtig. Es ist nämlich unmöglich, dass es zufällig da reingekommen ist. Die Pilze müssen ja getrocknet und dann in einer Mühle oder einem Mörser zerkleinert werden. So habe ich das immer gemacht. Früher mal. Also, da war das ein gezielter Anschlag. Gierwitz fixiert Staller. Oder der Witz. Ich meine, der Täter kann ja nicht ahnen, dass der Schub auf die Straße rennt. Genau genommen konnte er ja nicht mal wissen, wer sich an den Tisch setzt und vor allem nicht, wer das Salz benutzt. Gibt's da keine Fingerabdrücke? Doch einen ganzen Haufen. Ich wüsste nur nicht, wie wir herausfinden sollen, welche davon vom Täter stammen. Wenn überhaupt. Aber die Wirkung ist nicht tödlich, oder? In dieser Dosierung nein. Es kann natürlich zu Komplikationen kommen. Und wie lange hält sie an? Warum wollen Sie das wissen? Ich mache mir halt Sorgen um die Kinder im Krankenhaus. Naja, also das Gröbste ist nach 24 Stunden vorbei. Die Symptome können natürlich in abgeschwächter Form noch nach Tagen auftreten.
Es gibt ja Leute, die sind auf Pilzen hängen geblieben, Herr Giebitz. Ja. Auf einer sonnigen, abschüssigen Straße kicken Riedel und Maxi den gelben Ball hin und her. Du, Maxi, warum hast du den Jungs die Rucksäcke geklaut? Ja, so beachten die mich wenigstens. Ja, aber man kann sich doch auch anders Respekt verschaffen. Ja, wie denn? Ja, durch Leistung zum Beispiel. Was, klauen ist auch eine Leistung? Na, so meine ich das nicht. Ich meine schulische Leistung. Ich würde jetzt keine Uniform tragen, wenn ich dauernd geschwänzt hätte. Und was hat's dir gebracht? Die hacken doch alle auf dir rum. Also, vierte. Mit dem Ball geht Maxi. Das stimmt doch gar nicht. Jeder hat Respekt vor mir! Was rest da so rum? Erschrocken. Das ist eine anständige Gegend. Dreht Riedel sich um. Entschuldigung. D'Angelo in seinem Restaurant. Kommissario Cirwitz, Sie waren doch schon oft unsere Gast. Haben Sie sich einmal nicht wohlgefühlt bei uns? Oder ist Ihnen einmal nach dem Essen übel geworden? Giewitz blinzelt. Nein. Schmidt. Für mich und meine Frau ist es sehr wichtig, dass die Lokale wieder öffnet. Die Menschen werden zum Spiel kommen und sich fragen, warum wir geschlossen haben. Sie werden reden, Kommissario. Egal, ob es stimmt oder nicht. Alle werden sich ihren Teil denken. Langsam nickt Giewitz. Ja. Ja. Frau D'Angelo bringt eine Elektromühle. Hubert und Staller sammeln Gewürze ein. Muss das wirklich sein? Ja, tut mir leid, aber das betreffende Salz, das war halt von daherin. Ich will doch nicht meine eigenen Gäste vergiften. Ja, vielleicht nicht mit Absicht. Wie soll ich denn jetzt kochen? Ja, mit dem Würzen haben Sie es ja eh nicht so. Kommissario, bitte sagen Sie doch etwas. Ja, Sie können wieder aufmachen. Hubert Stall, haben Sie gehört? Das Lokal kann wieder in Betrieb gehen. Wir haben ja noch gar nichts untersucht. Sie haben doch alles, was Sie brauchen. Es gibt keinen Grund mehr, das Ganze zu behindern. Ich muss mal an die frische Luft. Auf der Titelseite des Wolfratshauser Kuriers. Drei Kinder nach Besuch beim Italiener im Krankenhaus. Ersatztrainer tot. An seinem Schreibtisch blättert Giewitz die Zeitung auf. Unter der Textzeile Polizeirat ist Schirmherr des SV Münsing ein Foto von ihm. Der Giewitz auf dem Foto hebt neckisch die Brauen. Riedel bringt einen Becher. Der Chef erschrickt. Was? Ich hab geklopft. Ja, gut. Wie geht's Ihrem Papenkind? Gut, den hole ich nachher von der Schule ab. Ja, gut, dann. Ach so, ja. Riedel stellt den Becher ab und geht zur Tür. Giewitz linst zum Foto. Sein Bild lächelt ihm zu. Riedel dreht sich zu seinem Chef um, der sich mit starrem Gesicht über die Zeitung beugt. Sein Foto zwinkert. Geht's Ihnen gut? Das Foto? Ja. Schnell hält Giewitz das Bild zu. Steif dreht Riedel sich um und verlässt das Büro. Giewitz blinzelt mehrmals. Dann greift er zum Handy, wählt und hebt es nervös ans Ohr. Giewitz hier. Ja, ich würde gerne Herrn Dr. Lohfing sprechen. Warum? Ich würde gerne mit dem Herrn Doktor persönlich. Also gut, ich sehe Dinge, die nicht da sind. Was ich so wie ich sie sehe. Nein, ich habe nicht getrunken, nein. Drogen, nein. Obwohl, In der Rechtsmedizin. Ja, in so einem Malwerk bleibt ja immer was hängen, auch wenn man es reinigt. Fuchs nimmt eine Mühle. Glauben Sie denn, der Täter stammt aus dem Lokal? Also ich habe mir überlegt, wenn der Täter nicht zur Belegschaft gehört, dann muss er ja vor den Fußballern an Tisch 4 gesessen haben, um das Gift ins Salz zu mischen. Zumindest muss er einer der letzten Gäste an diesem Tisch gewesen sein. Ich meine, jeder benutzt das Salz. Und es muss auch nicht sofort aufgefallen sein, dass Gift im Salz ist. Deshalb habe ich mal rumtelefoniert und herausgefunden, dass in der letzten Zeit keine anderen Vergiftungsfälle gemeldet wurden. Staller sieht zu Hubert, der Fuchs anstarrt. Ich habe nur versucht, logisch ranzugehen. Danke. Ich vergesse. Zwei Beweismitteltüten. Hier sind die Sachen von Herrn Schrober. Servus. Im Streifenwagen wischt Hubert über ein Smartphone. Ich finde die wirklich sehr nett, die Frau Dr. Fuchs. Ja, ich finde sie auch nett. Fachlich, glaube ich, hat sie auch was drauf. Na ja, schauen wir mal. Ei.
Also ich frage mich, warum der Schrober so viele Fotos von der Italienerin auf seinem Handy hat. Die ist auch sehr hübsch. Stell dir mal vor, der Mann kriegt das mit. Sie schauen sich an. Der Streifenwagen fährt zwischen grünen Wiesen. Die Beamten betreten das Restaurant. Okay, Hans, du lenkst ihn ab. Ich kümmere mich um die Frau. Was? Wieso du? Was wollen Sie denn schon wieder hier? Am Tresen D'Angelo. Ich wollte eigentlich was essen. Wo haben Sie denn die Tageskarte? Mit Blick auf Hubert, der zu seiner Frau geht, reicht D'Angelo Staller die Karte. Hallo. Hallo. Wollen Sie sich erst setzen? Viel Arbeit, gell? So lokal. Ja. Was ist mit Ihrem Kollegen? Hat der keine Nummer? Ja, der ist, glaube ich, an was anderem interessiert. Frau D'Angelo, ich hätte eine Frage. Amore, il telefono. Sogliola alla Griglia, was ist das gleich wieder? Setzungen von die Grill. Steht direkt daneben. Ah, das heißt das. Den Toten. Haben Sie den näher gekannt? Wie meinen Sie das? Ich meine, also näher im Sinne von nah. Er war ein Stammgast? Amo! Entschuldigen Sie. Sie entfernt sich. Ja? Ach so. D'Angelo zu Hubert. Kann es sein, dass Sie sich für meine Frau interessieren? Ja, okay. Was, ich? Ja. Na, um Gottes Willen, wir sind nur beide Pilzfreunde. Pilzfreunde? Hans? Ja. Gehen wir, oder? Tschüss. Ich hab grad was bestellt. Ernst kommt Frau D'Angelo herüber. I cacciatori non vengono più. Die Beamten sehen den Wirt an. Die Fußballer haben abgesagt. Das war ein Stammkunden. Sehen Sie, was sie angerichtet haben? Was? Wer stellt da vergiftete Salzfässer auf? Wir waren das nicht. Und Sie? Sie hätten das längst klären müssen. Naja, ich hab's ja probiert, aber dann heißt's ja, dass ich mit... Egal, Hans, komm. Eine Fassade mit dem Schriftzug Gasthof zur Post. Hubert und Staller treten ein. An einem Tisch sitzt Boss Kopp mit 6 Buben, alle in gelb-schwarzen Fußballtrikots. Ah, die Herren von der Polizei. Grüß Gott. Im Vereinsheim hat's geheißen, dass Sie da sind. Arbeiten Sie schon wieder? Ja, ich kann meine Buben nicht im Stich lassen, einen Tag vor dem Spiel. Ja, da haben Sie recht. So, jetzt kriegst du was Gescheites. Halt, halt, warte mal, stopp. Der Wirt zu den Beamten. Sie darf sauber sein? Ja, wenn ich das Brotzeitbrill so sehe. Was ist dann, Hans? Ich krieg ein Wasser. Ein Wasser. Ich krieg gar nichts. Und dann nix. Hubert und Staller setzen sich an die Stirnseite des Tisches. Gehen Sie jetzt gar nicht mehr zum Italiener? Na, eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wissen Sie schon was? Giftpilz in die Richtung, alles ein bisschen kompliziert. Mhm. Was anderes, der Herr Schrober hat der Freundin gehabt? Tut mir leid, über private Sachen haben wir uns nie unterhalten. Die Frau von Fabrizio hat ihm gefallen. Die ist voll geil. Habt ihr es ja gleich gesehen? Wir sind ja nicht blind. Der blonde Bub. Und woher weißt du das mit dem Schrober? Er hat einmal gesagt, der schnappt das eh. Und? Hat er es gekriegt? Ich glaub nicht, ihr Mann passt voll auf sie auf. Ja, da hast du recht. Die anderen drei sind ja aus dem Krankenhaus raus. Ja, aber am Spiel dürfen sie nicht teilnehmen. Zu große Belastung. Ei, da werden sie Probleme haben mit der Aufstellung. Ja. Hey, Burschen, nicht an den Kopf hängen lassen. Ja? Wir schaffen das auch ohne die drei. So, und jetzt haut's rein. Auf geht's. Auch Staller streckt die Hand aus. Am Rand des Fußballfelds sitzt Boskop. Und spielen. Im Rollstuhl. Bewegen, bewegen. Oh, mein Gott, da müsst's hingehen, Leute. Hinter ihm die Beamten am Streifenwagen. Und gleich weiter. Und spielen halt einmal gescheit aus. Früher, wenn mich einer angespielt hat, da ist mir immer der Ball wieder vom Fuß so komisch weggekommen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Sag mal, meinst du, dass da was gelaufen ist zwischen dem Schrober und der Lucia? Müssen wir es halt noch mal fragen. Du hast, glaube ich, vorher den Mann erschossen. Du musst halt tricksen. Dribbeln, vorbeiziehen. Pass fair auf, dass dir nicht der Ball vom Fuß springt. Staller geht. Mei, was soll denn das, Leo? Ja. Der Timo steht meilenweit frei. Siehst du das nicht? Jetzt blären sie halt die Kinder nicht so. Was ist? Ja, sie müssen die motivieren. Wenn sie das anblären, nutzt das gar nichts. Sie sagen sie mal, der Trainer bin vielleicht immer noch ich, gell? Ja, Hubert zu den Kindern? Ey, ihr macht das ganz super. Stellt euch mal im Kreis auf und macht mal ein Kurzpassspiel. Immer nur eine Ballberührung. Auf geht's. Das ist doch ein Schuss. Was ist mit dir? Kannst du einen gescheiten Abschlag? Zum Torwart. Tu mal einen Ball her. Wir spielen kurz. Zeig dir mal einen Abschlag. Danke. Da ist der Ball.
Wir schmeißen ganz locker in die Höhe und dann. Er schießt. Boss kommt den Ball voll ins Gesicht. Entschuldigung. War nur ein Abschlag. Abschlag, du. Ein Anschlag war das. Ein Rettungswagen fährt vom Fußballplatz. Hubert zu Staller. Ja, Fußball ist einfach ein Risikosportart. Auf dem Rasen die Buben. Was macht's denn hier überhaupt so da? Warum spielt's ihr nicht? Wir können ohne Trainer nicht üben. Er ist schuld. Ja, Moment, ich hab bloß einen Abschlag gemacht. Dann schauen Sie mir heute, wenn man so fest schießt. Der Blonde. Ah, Hubschi, glaub, jetzt bist fällig. Was machst du? Der hat vor die Kids am Tisch 4 gesessen. Der hätte jetzt locker das Pilzzeugs da ins Salz mischen können. Ja, das ist ja genau das, was die Fuchs gesagt hat. Können wir zwei Leute kleine Dinger? Im Restaurant D'Angelo und seine Frau Lucia hinterm Tresen. So, das sind die Rechnungen von Tisch 4 vom Tag vor dem Unglück. Der Wirt legt 3 Bons hin. Super, ein Tag vorher das Land, glaube ich. So, aha, das ist die vom Abend. Wer war das? Ich glaube, das war ein junges Paar. Mhm. Ein Einzelner am Nachmittag und am Mittag waren es 3. Was waren das für Leute? Wir hatten so viele Gäste. Bevor wir schließen mussten. Ne? Ah, keine Angst. Die rennen in die Bude ein, wenn wir einen Täter haben. Ja, Essen beim Giftmischer. Sensationstourismus nennt man sowas. So, ich hätte jetzt gerne mal das ganze Essen, was die alle gehabt haben. Das Paar stutzt. Ja, ein bisschen Freude. Das ist eine Bestellung. Im Dienstzimmer spielt Maxi Tipkick, ein Spiel mit Miniaturfußballern. Der Bub trägt seine Schirmmütze falsch herum. Riedel kommt herein. Wir müssen gehen, kommst du bitte? Flüchtig schaut Maxi zu Riedel auf, der wieder geht. Im Restaurant. Hansi, was ist denn? Ich muss zum Training. Willst du nicht wissen, wer das Gift in Salz rein hat? Mein Freilich will es wissen, aber da brauchen wir einen Plan. Hm? Essen? Essen überhaupt, es kommt Hunger. Wer hat wann wo nachgesalzen? Keine Ahnung. Staller schenkt Hubert Wein ein, die Wirte tischen auf. Riedel kehrt ins Dienstzimmer zurück. Jetzt komm, es ist schon spät. Maxi konzentriert sich auf sein Spiel. Riedel verlässt das Zimmer wieder. Also, das waren die letzten 2 Gäste, bevor am nächsten Tag die Fußballer gekommen sind. Vor Hubert steht ein halb gegessenes Tiramisu. Rotwein? Was Süßes? Vermutlich ein Pärchen. Ja, das sagt ja die Frau vom D'Angelo. Ja, also, wenn's die sagt. Und? Hättest du jetzt da was gesalzen? Hansi, das ist ein Dessert. Ja, also kein Salz. Aber vergiften hätten sie es können. Das Pärchen? Ja. Deswegen haben wir das ganze Tiramisu gefressen. Hat's ja nicht geschmeckt. Staller trinkt vom Rotwein. Riedel? Los jetzt, wir müssen gehen. Das geht noch besser. Riedel läuft hinaus. Im Restaurant vertilgt Staller ein Schnitzel mit Pommes. Hubert lehnt am Nebentisch und sieht zu. Piccata Milanese, also wie ein Schnitzel für einen Italiener halt. Ich tippe mal auf den Mann. Das Ehepaar D'Angelo lehnt am Tresen. Aber Salz fehlt. Probier mal. Nein, mag ich nicht. Ich salze nie zu stark. Der Gast kann immer nachwürzen. Das hat er aber in dem Fall mit Sicherheit. Also pass auf. Wenn das Muscimol zu der Zeit schon in dem Streuer drin war, dann hättest du den wahrscheinlich schon vom Stuhl runtergehauen, oder? Hat's da wen vom Stuhl runtergehauen? Natürlich nicht. Ihr Mann legt den Arm um Lucia. Aber der Herr, der kann ja der Täter sein, weil er kann ja das Salz in den Streuer. Das Salz war schon drin im Streuer, du machst das Gift. Staller blickt zu den Wirten. D'Angelo hat graue Schläfen und einen Kinnbart. Los, aufstehen! Im Dienstzimmer. Das war okay? Eigentlich gar nicht so schwer. Riedel hebt die Hand zum Abklatschen. Maxi beachtet ihn nicht. Auf dem Restauranttisch ein Zettel mit Notizen. Also, wir haben jetzt 2 ganz normale Portionen und einen Kinderteller. Ja, würde ich jetzt spontan auf eine Familie tippen. Da fällt uns jetzt bloß das Kind. Staller gibt ein Zeichen. D'Angelo setzt sich neben ihn vor Spaghetti. Lucia nimmt. Guten Appetit. Neben Hubert Platz. Staller kostet von seiner Pasta. Also die Nudeln sind sehr gut. Fehlt vielleicht ein ganz bisschen Salz. Die Pasta ist perfekt. Das ist eine befangen. Staller probiert D'Angelos Essen. Upsi, was ist? Ja, also mir ist von dem Tiramisu noch schlecht. Vielleicht könnte man es einpacken. Ich darf es ja dann morgen sagen. Also ganz ehrlich, irgendeiner von denen hat mit Sicherheit nachgewürzt. Und die Familie hätte sich bestimmt gemeldet, wenn da irgendjemand Halluzinationen gekriegt hätte. Das heißt, zu der Zeit war das Gift noch nicht im Streuer drin. Ja, das muss erst am Nachmittag oder am Abend reingekommen sein.
Ja, heißt das, wir haben den Täter? Lucia steht auf und kehrt mit einem Kellnerportemonnaie zurück. Das sind die Belege für die Kartenzahlungen. Beide Tische haben zum Glück mit Karte gezahlt. Oh, Sie haben eine schlaue Frau. Grazie. Und eine hübsche. Amo, die Herren hätten gerne die Rechnung. D'Angelo lächelt freundlich. Der Starnberger See im Sonnenschein. Im Revier sitzt Staller neben Lena. Hubert kommt mit Girwitz aus dessen Büro. Sind die Belege da? Ist die Kreditkartennummer? Wenn du jetzt einmal schaust, wem die Kreditkarten gehören. Ja, ein Polizist und kein Fußballtrainer. Ja, aber die Kinder, die haben wir sonst niemanden. Das muss einen Ersatztrainer geben. Der Schrober, das war schon der Ersatz. Aber Sie sind der Schirmherr, Ihre Entscheidung. Ich wollte nur helfen. Ja, ist ja richtig. Was machen wir mit dem Fall? Ja, sind wir fast durch. Die Lena überprüft gerade noch was. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist meine Kreditkartennummer. Was? Ja, ich hab doch gesagt, dass ich im Angelo essen war. Das stimmt, ja. Mit einem Freund, oder, Hans? Ja. Und der lässt sich von dir einladen? Ja, Entschuldigung, wir haben 2018. 20. Jahrhundert, haben Sie. Herr Girwitz, ich hab da noch einen Beleg von heute. Was? Ja, das ist gut investiert, sonst wären wir in dem Fall nicht da, wo wir jetzt sind. Wie, Sie brauchen eine Flasche Wein für 100 Euro, um in Ihrem Fall voranzukommen? Ich glaub's Ihnen wohl. Ja, wir haben ja nur das nachgetrunken, was der Freund von der Kollegin vorgeht. Ja, ich würde jetzt wahnsinnig gerne arbeiten. Also. Darüber reden wir noch. Danke. Hubert und Staller gehen. Auffordernd lächelt Lena den Chef an. Der verschwindet in seinem Büro. Eine Reihe Fußbälle vor dem Tor. Daneben steht Hubert in gelb-schwarzem Trainingsanzug und schaut zu, wie die Buben alle Bälle am Tor vorbeischießen. Resigniert wischt er sich übers Gesicht. Super, das wird schon. Der blonde Bub? Wir haben keine Chance, oder? Doch, man hat immer eine Chance. Aber sie glauben nicht, dass wir gewinnen. Stimmt, wir brauchen einen neuen Stürmer. Lena schreibt auf einem Block. Herr Staller? Der kommt in den Vorraum. Lena, hast du nicht neulich so Magentabletten gehabt? Nee, die waren für andere Bauchschmerzen. Hier, der Sologast. Sie reicht ihm einen Zettel. Gerd Kessler? Mhm. Kessler wird. Da waren doch gestern die Fußballer beim Essen. Wieso geht denn der zur Konkurrenz? Das könnte ein Motiv sein. Vielleicht wollte der die Konkurrenz in Verruf bringen. Wer geht schon in ein Lokal, aus dem man auf dem Pilztrip wieder rauskommt? Girwitz mit Fußballschal? Ich gehe dann mal. Aber der Anpfiff ist erst in 2 Stunden. Ja, ich weiß. Aber nach den Schocks der letzten Tage, denke ich mir, können die Jungs eine Aufmunterung ihres Schirmherrn gut gebrauchen. Ja. Girwitz fixiert durch seine Pilotenbrille seine linke Hand. Hört das denn nie auf? Wie bitte? Was? Was ist mit Ihnen? Soll ich Sie vielleicht mitnehmen? Lena, schnappst du dir Jacken? Ja. Ich komm selber nach. Tschüss. Ja. Auf dem Fußballplatz. Hubert zum blonden Buben. Timo, was ist jetzt? Sei heute nicht so. Der Maxi hat uns beklaut. Ja, das stimmt, aber er will es ja wieder gut machen. Das ist mir egal. Hallo, Kinder. Ich bin der Polizeirat Girwitz und euer neuer Schirmherr. Ihr könnt Raimund zu mir sagen. Was heißt denn Raimund? Weißt du, haben Leute ganz, ganz früher haben ihre Kinder so genannt, Herr Girwitz. Im Moment ist schlecht, wir haben Teambesprechung. Ja. Vielleicht setzen Sie ihn einfach draußen da, irgendwo hin. Ja, gut. Toi. Ja. Gut, also. Wollt ihr jetzt einen neuen Stürmer? Riedel, was machen Sie denn hier? Gehören Sie zur Mannschaft? Na, mein Patenkind. Ah ja, gut mal. Er setzt sich neben Maxi und Riedel auf eine Bank. Ich könnte einen Kaffee vertragen. Ja, beim Italiener gibt's bestimmt einen zum Mitnehmen. Ja, dann holen Sie uns doch mal 2. Nein. Verdutzt dreht Girwitz ihm den Kopf zu. Wie nein? Riedel hält den Blick abgewandt. Witzig, Riedel. Sehr, sehr witzig. Hören Sie hier. Sehen Sie. Er hält ihm 10 Euro hin. Riedel sieht weg. Ja, gut. Ja, ich helfe Ihnen tragen. Kommen Sie. Maxi und Riedel schauen sich an und halten die Daumen hoch. Gut. Im Gasthof zur Post weist Staller auf einen Tisch und hilft Lena aus der Dienstlederjacke. Ja? Was haben Sie denn vor? Gemeinsam Mittagessen mit einer jungen Frau. Er streift seine Jacke ab. Dienstlich natürlich. Ja, verstehe. Aber warum gehen wir nicht einfach in die Küche? Wir sind doch die Polizei.
Das dauert ja viel zu lang. Der ganze Dienstweg, ich möchte noch was mitkriegen vom Spiel. Ja, da schau her. Damen und Herren vom Kommissariat, das ist mir eine besondere Ehre. So einen speziellen Wunsch haben, einen Räuberbraten vielleicht. Kessler, der Wirt. Also, ich hätte gern den Salat von der Tageskarte, bitte. Salat. Ich hätte gern die Pilzsuppe. Die Pilzsuppe. Ein geschnetzeltes mit Pilzen? Ja. Ein Pilz. Kessler schaut hoch. Zum Trinken. Ein Pilz. Du musst nach Hause fahren. Pilz. Sehr gerne. Kessler entfernt sich. Er hat graues Haar und trägt einen Bart. Staller grinst Lena an. Jetzt geht's gleich los. Am Fußballplatz geht ein Mädchen mit einer Spendendose herum. Zu Girwitz und Riedel. Eine Spende bitte. Ich leiste bereits meinen Beitrag. Das Mädchen hebt die Dose etwas höher. Der Polizeirat kramt in seiner Hosentasche. Ja. Kannst du wechseln, Kleines? 20 Euro. Girwitz rollt den Geldschein zusammen und steckt ihn in den Dosenschlitz. Ich bin der Schirmherr der Jungs. Das Kind tritt vor Riedel. Der wirft Münzen in die Dose. Die Zuschauer erheben sich von Klappstühlen. Die zwei Mannschaften kommen auf den Platz gelaufen und verbeugen sich. Die Münsinger in gelben Trikots, die Udineser in blauen. Unter den Udineser-Fans D'Angelo und seine Frau. Ein Mann hält die italienische Flagge. Vom Spielfeldrand schauen Hubert und ein Grauhaariger im Anzug zu. Riedel. Die Udineser schießen ein Tor. Deren Fans umarmen sich. An der Anzeigentafel hängt Heimgast 0:1. Die Udineser haben Anstoß und schießen ein weiteres Tor. Riedel pfeffert seine Fanschirmmütze ins Gras. Ein Mann mit Brille ändert die Anzeigentafel auf 0:2. Maxi zu Hubert. Kann ich nicht einfach gehen? Nein, jetzt warte erst mal ab. Im Gasthof. Also mein Salat war ganz lecker. Ja, meins auch. Staller bewegt seine Hand. Was? Meine Finger werden gerade ganz taub. Alles okay? Er schaut über Lena hinweg. Das Licht ist so grell. Seine Augen weiten sich. Was tut denn der Schmetterling da drum? Was ist denn für ein Schmetterling? Staller steht auf. Er hält sich an einer Tischdecke fest und kippt um. Oh Gott. Lena zu Kessler. Rufen Sie den Notarzt. Ja. Keine Sorge. Das dauert bestimmt nicht lange, Herr Staller. Darfst du es haben? Was? Spinnst du? Wieso? Läuft doch alles ganz gut bis jetzt. Zum Kesslerwirt. Ja, dringend. Ja, dringend. Lena grinst. So, geht's mal alle her. Hubert zu seiner Mannschaft. Kommt sie hier, also passt auf. 2:0, das ist gar nichts. Das schafft's ja locker. Na, der Mann nicht. Timo. Was? Der Maxi muss spielen. Hubert dreht sich zu Maxi auf der Bank um. Auf geht's. Ja, Herr Kessler, Sie müssen leider vorerst schließen. Wir müssen erst klären, was die Ursache war. Das soll jetzt ein Witz sein. Nein, leider nicht. Mein Kollege ist ausgezeichnet, bis er ihn gegessen hat. So schmarrn. Das ist alles tippitoppi, kommst mit in meine Küche. Schon die kleinste Spur vom Gift kann tödlich sein. In der Küche gibt's kein Gift. Schon mal was vom Kugelfisch gehört? Kugelfisch haben wir auch nicht. Ja, ich weiß, aber vielleicht einen alten Pilz. Ja, wenn die Spurensicherung erstmal loslegt, dann finden die auch den kleinsten Rest. Wir kommen wieder. Hoffentlich erlebe ich das noch. Abmarsch. Zu zwei Sanitätern, die Staller auf einer Trage aus dem Gasthof rollen. Lena. Und die Küche bleibt zu. Verstanden? Auf dem Fußballplatz. Maxi nimmt den Ball und schießt ein Tor. Ja! Maxi, sauber! Begeistert springt Riedel auf. Auf der Anzeigentafel steht 1:2. Die Münsinger sind weiter im Ballbesitz. Maxi prescht vor, erwischt den Ball, rennt auf das gegnerische Tor zu und zielt. Drei Buben stürzen sich in Huberts Arme. Hey, tut mir leid, das mit den Sporttaschen, das war echt scheiße. Maxi und Timo laufen an der Anzeigentafel vorbei, auf der 2:2 steht.
Mit einer elektronischen Mühle huscht Kessler zu einer Mülltonne. Lina und Staller spähen um einen Bretterzaun. Oh, oh, oh. Klein Elektro, tut mir fein nicht den Hausmüll. Geht's Ihnen wieder besser? Schön. Um die Mühle, um die kümmern wir uns. Das ist aber nicht nötig. Das, keine Angst, wird alles korrekt entsorgt. Ja, die Mühle zum Elektroschrott und das muss Zimol in die Gerichtsmedizin. Jetzt, was für ein, wie muss Zimol? Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Vom Pilzgift da in der Mühle. Herr Kessler, Sie haben keine Chance. Staller hebt die Brauen. Ja, ich wollte halt, dass die Leute wieder zu mir kommen. Seit die da direkt am Sportplatz aufgemacht haben, sondern alle zum Essen da blieben. Das ist doch unfair. Ich wollte ja nicht, dass irgendjemand wirklich zu Schaden kommt. Schon gar nicht die Jungs. Das waren immer meine Stammgäste. Ganz ehrlich, ich glaube, die kommen jetzt nicht mehr. Beim Fußball nimmt man sowas Eigentor. Oder was das Abseits? Achso, nee, das mit dem Abseits. Kommst du da allein zurecht? Ja. Auf dem Fußballplatz stellt ein Udineser Maxi ein Bein. Hey! Staller steigt mit Megafon aus dem Streifenwagen. Staller nähert sich. In Zeitlupe, Maxi holt zum Schuss aus. Der Ball rollt auf ein Tor zu. Irritiert zeigt eine Frau zum Feld. Eine andere verzieht entsetzt das Gesicht. Der Torwart rennt hinter dem Ball her. Hubert zieht die Brauen hoch. Überrascht erhebt sich das Ehepaar D'Angelo. Oh Gott, bitte kein Eigentor! So, Freunde, gute Nachrichten. Unsere Italiener haben überhaupt niemanden vergiftet. Das war der Kessler von Kesslerwirt. Also, ab sofort wieder Pizza, Pizza, Pasta, Pasta. Jetzt bringe ich ihn um.